Würzburg Radio und ich habe einen Studiogast, der, ich wäre es selber gerne geworden, irgendwann mal Bürgermeister. Er ist es, Bürgermeister von Ipsheim. Herzlich willkommen, Frank Müller. Hallo Michael, schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, wir laden dich so hin und wieder mal ein, weil eine Gemeinde liegt uns ganz, ganz besonders am Herzen und das ist Ipsheim. Was gibt es so über Ipsheim zu berichten? Was gibt es Neues? Ja, Ipsheim wächst und gedeiht, so wie sich das gehört für eine kleine aufstrebende Gemeinde. Im Moment sind wir dabei, unsere Kindergrippe fertigzustellen. Zum neuen Kindergartenjahr wollen wir die in Betrieb nehmen. Wir sind an der Planung zur Erweiterung unserer Grundschule und an der Fertigstellung unseres Bebauungsplans für unser neues Baugebiet Etzwiesen. Des Weiteren sind natürlich auch unsere Ortsteile. In der Dorferneuerung in Kaubenheim haben wir jetzt gerade den zweiten Bauabschnitt, den wir gerade bauen. Und in den übrigen Ortsteilen sind wir in der Vorbereitungsphase für die Dorferneuerung, um auch unsere übrigen Ortsteile auf den neuesten Stand zu bringen. Ja, die Mieten werden in Großstädten immer teurer, in den Ballungsgebieten. Und aber durch diese Entwicklung mit Internet, mit allem drum und dran, wird es natürlich auf dem Dorf immer interessanter. Man ist näher beieinander und vor allen Dingen wird Wohnraum dort natürlich wesentlich preiswerter. Und gerade die Gemeinde Ipsheim ist bedacht, dass dieser Wohnraum auch günstig bleibt und attraktiv eben auch für junge Ehepaare. Ja, ganz klar. Ich meine, es muss natürlich auch die Infrastruktur stimmen. Das heißt, es gehört alles dazu von der Einkaufsmöglichkeit. Wir haben ja auch einen eigenen Supermarkt selbst geschaffen. Über die Versorgung der Kinder mit Krippe, Schule, Kindergarten, aber auch natürlich Internet hast angesprochen, ein ganz wichtiges Thema. Wir haben in Ipsheim unser schnelles Internet umgesetzt. Also wir haben auch in einigen Ortsteilen schon Fiber to the Home, das heißt Bandbreiten 100, 200 Mbit, gar kein Problem. Und flächendeckend haben wir überall mindestens 50 Megabit, dass man dementsprechend auch vernünftig arbeiten kann. Es ist ja auch ein Thema in die Zukunft, dass man einen Arbeitsplatz auch manchmal von zu Hause, Stichwort Homeoffice, machen kann. Und das sind natürlich alles Voraussetzungen, damit man sich auch niederlässt oder natürlich auch gut leben kann. Ja, die Planung, da geht immer eins ins andere über. Man hat Baugebiete, man möchte junge, neue Familien ansiedeln und das ist natürlich eben auch der Kindergarten, der dann auch mitwachsen muss mit den Kindergartenplätzen. Und wie sieht es aus? Sind alle im Moment alle gedeckt und es wird weitergebaut? So ist es. Also wir haben ja in der Vergangenheit an unserem Kindergarten Johannes bereits eine neue Kindergartengrippe gebaut, die wir vor 5 Jahren in Betrieb genommen haben. Aber die Geburtenentwicklung ist so positiv, dass jetzt der Bedarf wieder gestiegen ist und wir dementsprechend jetzt auch an unserem Kindergarten Regenbogen auch eine weitere Kindergrippe gebaut haben, die wir jetzt dann in Vierteljahr ungefähr in Betrieb nehmen. Darf ich dich als Bürgermeister eins fragen, wann warst du das letzte Mal im Kindergarten? Ja gut, im Kindergarten haben wir regen Kontakt, also wir treffen uns eigentlich immer im regen Austausch und letzte Woche haben wir umgeschaut, natürlich auch an unserer Baustelle, ganz klar. Man muss natürlich auch sehen, wie das vorwärts geht. Also nach Ipsheim, ne, da geht der Bürgermeister noch in den Kindergarten. So, ne? Das so ist eine tolle Sache. Nicht? Und dann kommt er irgendwann in die Schule. Wie sieht es aus, Schule, Bildung in Ipsheim? Ja, wir haben gut vorangetreten. Wir haben natürlich eine Grundschule. Von der 1. bis zur 4. Klasse ist wichtig, dass man die Kinder dementsprechend auch am Ort beschulen kann. Wir wollen natürlich auch als kleine Schule immer vorne mit dabei sein. Das heißt auch von der Ausstattung her. Wir haben unsere Schule jetzt auch mit digitalen Medien ausgestattet. Und der nächste Step ist, dass wir unsere Schulgebäude erweitern, um einfach die Rahmenbedingungen für die Kinder optimal zu gestalten. Wir haben jetzt gestern in der Gemeinderatssitzung die Planung vorgestellt und wollen jetzt auch möglichst zeitnah mit dem Bauen anfangen. Da wird überall gebaut, da passiert überall was und dann ist natürlich auch ganz, ganz wichtig das Gewerbe in Ipsheim. Da tut sich auch einiges, da gibt es auch einige neue Gewerbebauten, die jetzt neu erschlossen sind und in Kürze praktisch dazukommen werden. Ja genau, also im Ortseingang
von Ipsheim und unserem Gewerbegebiet wird derzeit die Dentalzentrum Ipsheim errichtet. Also das ist wirklich eine tolle Geschichte. Wir haben sehr viele Zahnärzte, die dementsprechend auch Operationen machen können. Und ich denke, für so einen Ort in der Größenordnung von Ipsheim mit 2200 Einwohnern ist es doch auch eine wichtige Geschichte, dass man auch von der ärztlichen Versorgung her gut ausgestattet ist. Des Weiteren baut momentan auch die Firma Preis in Erweiterungsbau. Und da freuen wir uns natürlich sehr, dass auch das Gewerbegebiet sehr gut angenommen wird. Ja, Gewerbe, und da muss zwischendurch gefeiert werden. Wenn gefeiert wird, wird natürlich eins gebraucht. Das ist das, was die Natur hergibt in Ipsheim, das ist der Wein. Und da hat sich auch wieder einiges getan. Ich glaube, in Verbindung mit der Landesanstalt wird es da auch einiges für die Weinbauern geben. Genau, also wir sind momentan in der Planung zum Terroir F-Punkt in Ipsheim. Von diesen magischen Punkten des Frankenweins gibt es ja nur 20 in Franken. Und eine davon ist ja auch hier in Würzburg und Stein. Ipsheim soll auch so einen Punkt bekommen. Und da sind wir sehr froh drüber, dass uns das auch gelungen ist. Und zwar in Zusammenarbeit mit den Winzern und auch mit der Landesanstalt und auch mit dem Landkreis war es auch wichtig, die Finanzierung für so ein großes Projekt zu stemmen. Und gerade hier haben auch unsere Winzer sehr großes Engagement gezeigt und beteiligen sich auch in erheblichem Maße an den Kosten für die Errichtung dieses Punktes. Ja, Bürgermeister sein, manche sind das hauptberuflich. Bei dir ist das nicht ganz so. Eine Gemeinde der Größe hat also keinen hauptberuflichen Bürgermeister. Aber trotzdem ist es so, dass die Bürgermeister in der gesamten Region einen gewissen Zusammenschluss haben, sich gemeinschaftlich beraten, gemeinschaftlich treffen, um halt die Infrastruktur der gesamten Region auch zu gewährleisten. So ist es. Also wir sind sehr vernetzt mit unseren Partnern aus der Kommunalen Allianz Neustadt und Land. Heute Nachmittag haben wir gleich wieder unser Kommunale Allianz-Treffen. Und es ist schon wichtig, dass man auch über den Kirchturm hinausschaut, und wir ergänzen uns hier wunderbar. Wir machen Erfahrungsaustausch, wir treiben gemeinsame Projekte voran. Unser Anruf-Sammeltaxi ist so ein typisches Beispiel, wo wir sehen, dass wir auch im ländlichen Raum, in der Fläche, die Leute an den öffentlichen Personennahverkehr anschließen kann, wenn man es intelligent angeht und sich gegenseitig unterstützt. Und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiges Thema. Darüber hinaus wollen wir natürlich auch uns gegenseitig unterstützen beim Einkauf. Ist ein Thema, wenn man jetzt als kleine Gemeinde kommt, kann man in Verbindung mit seinen Partnern natürlich ganz andere Preise beim Einkauf erzielen. Also wir haben gemeinsam unsere Software beschafft und haben hier auch Preisvorteile erzielen können. Wir wollen das auch weiter ausbauen. Aber ein wichtiges Thema ist natürlich auch der Erfahrungsaustausch, und da sind diese regelmäßigen Treffen enorm wichtig. Mir fällt gerade eine richtig tolle Frage ein. Wie hoch ist das höchste Gebäude in Ipsheim? Ne, das wird der Kirchturm sein, gehe ich mal davon aus. Genau. Ja, genaue Höhe habe ich jetzt noch nicht im Kopf, aber der wird zu. Aber du warst noch nicht ganz oben? Ja, wir hatten mal, an der Spitze war ich noch nicht, das behalten sich bei uns die Störche vor, das ist besetzt. unsere Kirche ist ja Domizil von ganz vielen Storchenbahnen, also sowohl auf dem Pfarrhaus als auch auf der Kirchturmspitze, da ist an jedem Eck ein Storchennest, und das ist natürlich immer ein wunderbarer Anblick, wenn man da hochschaut, und dementsprechend auch die jungen Störche da oben, die ersten Flugversuche machen, sieht. Ja, man kann was erleben in Ipsheim, man sieht was in Ipsheim. So, jetzt haben wir Sommer, Hochsommer. Die nächsten Feste in Ipsheim, was gibt's da? Ja, also im Sommer haben wir natürlich Hochbetrieb. Bei uns ist fast jedes Wochenende ein Hofschoppenfest. Also das nächste, was jetzt ansteht, sind jetzt bei unserem zweiten Bürgermeister, den Karl Riedl, seine zwei Hofschoppenfeste. Und am vergangenen Wochenende hat unser Musikverein im Rathausgarten sein Gartenfest gehalten. Also egal wie, am Wochenende ist bei uns immer was geboten. Also Besuch lohnt sich immer.
Ja, und wenn ihr wissen wollt, was in Ipsheim los ist, einfach hinter dem Bürgermeister hinterherlaufen. Der weiß immer, wo am Wochenende was los ist in Ipsheim, denn in Ipsheim ist immer was geboten. Frank Müller, herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio. Ich sage ganz einfach, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Dankeschön.